Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich freue mich heute, eine wunderbare Herzensfreundin zu Gast zu haben. Ich finde, es gibt noch zu wenig großartige spirituelle Lehrerinnen, Wissensvermittlerinnen. Oder es gibt ganz viele, aber die wenigsten haben den Mut, rauszugehen auf die Bühne. Frauen des Herzens, traut euch. Schaut an, was dann geschehen kann, wenn so ein Mensch wie die Anke Ewerts bei mir ist. Grüß dich. Oh, Thomas, grüß dich. Danke für die Blumen. Ja, gerne. Das musste mal gesagt werden. Ich finde das so toll, mit welcher Power und Freude du jetzt schon so viele Jahre großartig die Menschen berührst. Und jetzt gibt es einen neuen Anlass, ein neues Buch, über das wir sprechen. Und dabei wünsche ich euch viel Freude. Ja, ihr Lieben, willkommen. Hallo Anke, schön, dass du hier bist. Wir haben uns ja schon manches Mal begegnet. Kein Wunder, weil du wirklich so großartiges Wissen weitergibst. Dein erstes Buch hieß 9 Tage Unendlichkeit. Diese Unendlichkeit hast du im Jenseits quasi empfangen, wahrgenommen, hast es hier runtergeholt und jetzt zeigst du im neuen Buch, wie wir diese Unendlichkeit in uns verwirklichen können. Ist das nicht eine schöne Überleitung? Denn dein neues Buch heißt Die Unendlichkeit in dir. Ja. Und es ist ein tolles Buch geworden, wir sprechen gleich drüber, aber zunächst mal, wie geht's dir heute, wie wirkst du, was hast du so erlebt in den letzten Jahren? Ach, du liebe Güte, ich bin mit meiner Geschichte vor ungefähr 4 Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und hatte keine Ahnung, was dann passiert. Also da shiftete mein ganzes Leben erneut, denn seitdem nimmt es eine Dynamik an. Ich beobachte das alles nur noch staunend und ja, ich habe die Führung komplett einer höheren Instanz übergeben. Und was dadurch alles passiert, ist magisch. Es ist, die Geschichte wurde in 0,nix ein Bestseller. Ist jetzt, geht jetzt weltweit. Ja, wird übersetzt, gell? Klar. Unglaublich, wow. Für eine No-Name-Autorin. Und es kommen immer mehr Menschen, die fühlen, dass es um Schwingung geht, die also nicht mehr der Logik folgen. Wir wissen ja alles, ja? Der Kopf ist voll, sondern die jetzt ins Gefühl wechseln und jetzt diese Welten, von denen ich erzähle, erleben wollen. Und das ist magisch. Das macht einen Heidenspaß und ich freue mich auf alles, was kommt. Und es ist auch so toll, du bist so ganz nah bei den Menschen. Manche Referenten sind ja auf der Bühne und dann so schnell mit dem Taxi nach Hause. Du bist für alle Menschen da und Umarmung und alle können mit dir reden. Das finde ich auch so wunderbar. Das hat man einmal gemacht. Man hat mich einmal in so eine Kammer gesteckt vor einer Veranstaltung. Ja. Ich fühlte mich wie ein Tiger im Käfig. Das geht gar nicht. Ich muss merken, wenn die Menschen kommen, wenn sich diese energetischen Räume öffnen. Ich muss umarmen. Ich muss nah sein, denn es geht um Nähe, es geht um Liebe und es geht eben um Nahbarkeit. Mhm. Anders ist für mich nicht möglich. Toll. Was ist denn so, wenn du in wenigen Worten zusammenfassen dürftest, was die Kernbotschaft ist? Was würdest du sagen? Was ist es, was sich da vermitteln will durch dein Wirken? Ich glaube, ich bin eine Praktikerin. Mhm. Ich glaube, ich zeige den Menschen, wovon andere in der Theorie sprechen. Und ich liebe es, in verschiedenste Bereiche zu erklären, wie unser Denker funktioniert, wie wir fühlen und warum, den Sinn der Seele und so weiter. Aber am schönsten ist es, dann zu sagen, so, und jetzt schließ mal die Augen und jetzt zeige ich dir, wovon wir eben gesprochen haben. Denn wir sind rein emotionale Wesen. Und ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir in diese Emotion zurückfinden. Hm. Schön. Ja, ich denke auch, wenn man wieder lernt zu fühlen und ins Herz zu gehen, dann öffnen sich ja ganz neue Räume, mit denen wir eh immer schon verbunden waren, aber zwischendurch es halt wirklich vergessen haben. Naja, solange wir denken und versuchen, irgendwelche Wirklichkeits-, Realitätsmodelle zu verstehen, befinden wir uns immer noch in der Trennung innerhalb des Verstandes. Und nur wenn wir uns darüber hinaus bewegen, dann können wir auch nur im Ansatz erfassen, wer wir wirklich sind. Naja, und wir haben es alle vergessen, wollten es vielleicht auch. Du sagst im Buch, es zeugt von großem Mut, seine Macht zu vergessen, um dann Wege zu finden, sie wieder in sich selbst zu erkennen.
Das ist so die Reise, auf der wir uns alle befinden, auf der du dich ja auch befandest. Ja, da nochmal zurückzugehen zu deiner Geschichte, da haben wir schon ausführliche Talks gemacht. In deinem ersten Buch hast du darüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder faszinierend zu hören, was du da erlebt hast. Du warst 9 Tage ja, in einer anderen Welt. Ja, ich channel das nicht, sondern ich war wirklich dort, ausgelöst durch die Nahtoderfahrung und habe es wirklich bewusst erlebt. Und habe dieses Wissen mitgebracht. Nur dieses Wissen alleine hat auch in meinem Leben nichts verändert. Mhm. Also die Nahtoderfahrung hat nur dafür gesorgt, dass ich mein Leben komplett hinterfragt habe. Alles. Und danach, nach diesem Unfall, alles resettet habe. Und dadurch hat sich, ja, alles verändert. Also meine komplette Ausrichtung, meine Wahrnehmung, mein Gefühl für mich selbst und für die Welt, in der wir leben. Und meine Verbundenheit. Also ich glaube, ich lebe die Multidimensionalität unserer Seele. Die wir ja alle haben. Die wir alle haben. Ja. Also für mich ist, ich lebe nicht mehr in dieser linearen Erfahrung mit Vergangenheit und Zukunft, sondern eher multidimensional, als es fühlt sich so ein bisschen an, als wären da 100 Fernsehbildschirme gleichzeitig offen und ich switche durch die Ebenen und kann wählen, wo ich mich mit meinem Bewusstsein gerade aufhalte. Ja, trotzdem, und deswegen nimmst du die Menschen ja so wunderbar mit, kennst du eben all diese Themen und Schmerzen, die man halt auch im eigenen Leben erfährt. Du schreibst an einer Stelle, ich persönlich kenne beide Wege. Ich kenne die verzweifelte Suche nach einer Lösung für meinen Schmerz. Ebenso wie die magischen Tore, die sich so unerwartet in mir öffneten, um mir tiefste Einblicke in den Sinn meines bisherigen Lebens und in mein wahres Sein zu erlauben. So ein schöner Satz, so berührend. Und da will ich einfach nochmal sagen, das ganze Buch hat so eine Poesie. Es ist so schön. Ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Ich bin auch begeistert von deinen Vorträgen, wie du deine Leute berührst. Und das machst du auch mit dem Buch. Dann nimmst du es mit auf eine Reise. Wunderschöne Bilder, die uns zeigen, wie multidimensional wir eigentlich sind. Also erst einmal wirklich vielen Dank für das tolle Buch. Gerne. Ja. Weißt du, was mich so traurig macht, wenn ich die Menschen beobachte und auch wenn ich auf mein eigenes altes Leben gucke, dass wir so hart mit uns ins Gericht gehen, dass wir uns für so falsch halten. Ja. Dass wir glauben, wir hätten was verloren oder uns wäre irgendwas genommen worden oder wir kämpfen gegen unseren Verstand, wir kämpfen gegen ein Ego, wir wollen ein Ego auslöschen. Viele kämpfen gegen ihren Körper. Und ich habe versucht, mit ganz viel Liebe den Sinn von all dem zu erklären, in die Zusammenhänge mitzunehmen und auch aufzuzeigen, welch grandioses Meisterwerk unser Verstand ist, warum er da ist, warum er wichtig ist, auch für den Aufstiegsprozess oder für das eigene Erwachen, was unser Ego für eine Rolle spielt, unsere Gefühle und vor allem unser Körper. Ich möchte, dass wir wieder beginnen, uns als das zu sehen, wir Menschen, was wir wirklich sind. Wundervolle Wesen, die alles in sich tragen. Deswegen die Unendlichkeit in dir. Wunderschön. Ja, und der Verstand. Da hast du so ein herrlich lustiges Bild gezeichnet. Ein Mann in einer Bibliothek. Magst du das mal beschreiben, wie du das so erlebt hast? Und ich liebe es, Dinge, die wir nicht greifen können, greifbar zu machen. Ja, das ist großartig. Ich liebe es. Ja. Seele Bilder zum Beispiel. Jeder spricht von der Seele. Ja. Wenn ich frage, was ist denn die Seele? Großes Schulterzucken. Oder unser Gefühl oder auch unser Denker oder unser Verstand. Ich unterscheide da ein bisschen der Verstand in uns, den wir brauchen, um unsere Werte kennenzulernen, um Erfahrungen miteinander zu verknüpfen. Und dann gibt es aber da diesen Denker, der uns den ganzen Tag mit seinen lustigen Geschichtchen amüsiert und uns beschäftigt. Und ich habe mir irgendwann mal gedacht, wer bist du eigentlich? Und mir wurde dann ein Bild gezeigt, wie ein hagerer Mann in einem kleinen Bibliotheksraum hektisch hin und her rennt, Aktenordner sortiert,
Und es sah aus in diesem Raum, der war ein bisschen dunkel, das war alles so schummrig. Da stand ein Schreibtisch drin, der quoll über, Schriftrollen auch überall, also passte zu mir, so ein bisschen Chaos. Und er versuchte irgendwie Ordnung reinzubringen. Ständig schienen von unten so Art, es gab so ein altes Rohrpostsystem, weißt du, ja, wo so, so Kanonen, so, ja, so Fump, ja. Dinger hochkommen. Ständig kamen neue Informationen und er war verzweifelt. Und ich guckte ihm dann eine Zeit lang zu und dann habe ich ihn angesprochen und er war also fast schon erschrocken, dass ich da plötzlich da war. Und er war auch ein bisschen sauer, er ignorierte mich erstmal. Was machst denn du hier? Kümmert dich ja sonst auch nicht, wie es mir geht. Und dann bin ich mit ihm aber mal ins Gespräch gekommen. Ich wollte wissen, wie es ihm geht. Und habe mich mit meinem Denker beschäftigt und habe ihm dann erklärt, dass alles wandelbar ist und dass er hier nicht alleine vor sich hin wirtschaften muss. Und wir haben uns dann mit dem Sinn auseinandergesetzt, wir beide. Und mittlerweile ist einer meiner liebsten Bilder, schick doch mal deinen Denker in die Hängematte, drück ihm einen Cocktail in die Hand. Ja. Er darf sich entspannen, denn er muss nicht mehr alles wissen. Und er muss es auch nicht kontrollieren, er muss auch nicht der Bestimmer sein. Und all Nein, diese, ja. Der Denker hat einen ganz anderen Auftrag. Und er ist eigentlich der Vermittler zwischen unserem hohen kosmischen Wissen und unserer menschlichen Wahrnehmung, unserem menschlichen Handeln. Wenn er nicht entartet ist, und meiner war damals entartet, also der hat seinen Job, der kannte seinen wahren Job gar nicht. Und mittlerweile ist mein Denker sehr ruhig, sehr tiefenentspannt. Ich folge meiner Intuition und er verknüpft die Zusammenhänge sehr gewissenhaft. Das ist doch ein super schönes Bild. Ich muss auch sagen, ich denke ja doch sehr viel und so, beruflich und privat. Und es ist ein großartiges Werkzeug, um dieses Buch mental erstmal zu verstehen und dann auch fühlen zu können. Aber der Denker, wenn er nicht sozusagen, wenn er denkt, er muss das alles regeln, wenn er nichts zu tun hat, denkt er dann über sich selber nach, die ganze Zeit. Und das bringt eigentlich nicht viel. Ja. Naja, das ist so dieses Ego-Kuddelmuddel, was da hochkommt. Und also ohne Sinn und Verstand. Unser Verstand hingegen, den brauchen wir, der darf sich ja entgrenzen. Der darf ja die Unendlichkeit zu verstehen versuchen. Genau, und mit Worten, dadurch kann man auch kommunizieren. Und er will etwas begreifen, erfassen, verstehen. Und wenn er dann etwas verstanden hat und akzeptiert hat, dann wird es zu unserer neuen Wirklichkeit. Dann erlauben wir, dass es zu einer neuen gelebten Realität werden kann. Und wenn wir einen ganz begrenzten Horizont haben, dann halten wir auch nur ganz wenige Dinge für möglich. Und je mehr wir aber unseren Verstand entgrenzen, durch tolle Bücher, durch was auch immer, tolle Gespräche, umso mehr halten wir für möglich und erlauben uns selbst zu erfassen und wir tauchen in immer in höher schwingendere Realitätsebenen, Bewusstseinsbereiche ein. Ja, das Denken ist das eine, das Fühlen ist das andere. Wir haben schon gesagt, es gilt erstmal wieder fühlen zu lernen, den Gefühlen zu vertrauen, dem Herzen zu vertrauen. Jetzt habe ich was gelernt aus deinem Buch, was für mich auch neu war. Und man muss ja immer dazu sagen, das ist jetzt nicht so, so erdacht, sondern du erlebst die Dinge, du siehst die Dinge und beschreibst es dann und erzählst uns einfach, was du wahrnimmst. Und das ist ganz faszinierend, wir fühlen durch Lichtfäden. Ja? Magst du das mal ein bisschen umschreiben, wie du vielleicht auch selber zu dieser Erkenntnis gekommen bist, wie du das wahrnehmen kannst und was das bedeutet für unser Leben? Wir Menschen schmeißen so gerne mit Worten um uns, die für uns so normal sind, dass wir sie nicht hinterfragen. Mir fiel irgendwann auf, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht hatte, wie wir eigentlich fühlen. Warum fühlen wir? Und wie geschieht das? Warum gehen wir miteinander in Resonanz? Warum können wir Menschen fühlen, die tausende Kilometer von uns entfernt sind? Und das ganze Buch handelt ja davon, vom Sinn des Menschseins. Also warum möchte die Seele unbedingt einen Körper haben? Wozu braucht sie den? Wie schafft sie es, nicht in ihrer absoluten Seelenqualität, also in ihrer
reinen bedingungslosen Liebe eben nicht alles zu durchlichten, sondern Raum für das Unbekannte zu lassen. Und da, während des Schreibens dieses Buches wurde mir gezeigt, wie die Seele fühlt, wie die Seele mit ihrer hohen Schwingung es schafft, hier in unserer materiellen Dichte wahrnehmen zu können. Und zwar über Lichtstrukturen, die aus unserem Energiefeld herausfließen in die Umgebung. Millionste feinster Lichtfäden, Lichtfühler, die in dein Energiefeld hineinfühlen können, die Umgebung abtasten, die herausfinden, wie fühlt sich die Energie in einem Raum an. Wenn ich zum Beispiel in eine Bibliothek gehe oder in ein Kunstatelier oder in einen Raum, wo vorher Streit stattgefunden hat. Ja, wir fühlen ja so viel. Und es ist natürlich spannend, da jetzt mal das noch genauer. Und es läuft über unseren Körper. Denn der Körper ist das Instrument, das uns ständig Signale gibt, ob er sich weitet und sagt, ich fühle sich gut an, ja. Oder ob er sich zusammenzieht und sagt, nein. Und es sind Lichtfäden, die aus unserer Aura herausfließen und mit deren Hilfe wir in jedes Tier, in jede Blume, in das Wasser, in alles hineinfühlen können, wenn wir lernen, sie bewusst zu nutzen. Also wir alle fühlen permanent über diese Lichtfühler, aber wir haben nie gelernt, sie bewusst zu steuern. Also mit unserer Aufmerksamkeit zu wählen, in was möchte ich fühlen? Ja. Sehr spannend. Möchte ich das Leid wahrnehmen? Richte ich mich auf Angst aus, auf das, was nicht geht, auf Mangel, auf die Dichte, auf den Druck? Dann fühlen diese Lichtfühler da hinein. Sie folgen meiner Aufmerksamkeit. Und ich wundere mich dann, warum es mir schlecht geht, warum ich krank werde, warum ich mich unwohl fühle. Und wenn ich sie da aber rausziehe, so ein bisschen zurückpfeife und sie neu ausrichte. Schön, pfiff zurück, ja, ja, schönes Bild. Zum Beispiel sagt, so meine Schätze, jetzt richten wir uns mal auf eine höhere Schwingung aus. Ja, ja. Um den Körper in eine neue, in eine neue Schwingung zu bringen und dort damit in Resonanz zu gehen, dann funktioniert das in Sekunden. Und das kann man üben. Und das mache ich halt auch in dem Buch. Also das sind so Audioreisen, Seelenreisen integriert, wo ich dann erstmal eine ganze Zeit lang davon erzähle, den Verstand mitnehme und dann aber auch zeige oder beibringe, was ich damit meine. Toll. Ja, aber das schimmert so durch, es hat mit einer Entscheidung zu tun. Wir dürfen entscheiden, was wir im Leben erleben wollen. Ja? Also ich merke es für mich, seit einiger Zeit stehe ich auf, manchmal dann Kummel, Gedanken, Gefühle, dann sage ich aber, nein, ich entscheide mich heute glücklich zu sein. Yes! Punkt eins. Und da kann ich mir auch noch entscheiden, gute Dinge zu fühlen, mich darauf auszurichten. Ich glaube, das wird noch ein bisschen auch in der spirituellen Szene unterschätzt, dieser freie Wille, dann wirklich Schöpfer sein zu können, auch für unsere Gefühle und für unser Erleben, oder? Auch hier können wir viel drüber sprechen. Bitte gern. Nee, generell so als Menschen. Ja. Wir reden irgendwie dauernd über den freien Willen. Das stimmt. Und über das Schöpfersein. Ja, ja, und so. Aber mir kommt es so vor, als schieben das viele Menschen wie so einen heiligen Gral vor sich her und haben aber keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Finde ich aber gut. Ein bisschen runterholen. Okay. Ja, und wenn wir jetzt lernen, uns auszurichten, zu wählen, was wir wahrnehmen wollen, was wir fühlen wollen, womit wir in Resonanz gehen wollen, dann wird uns das immer bewusster. Also ich zum Beispiel habe mich ganz klar entschieden, mich nur noch auf das Potenzial in den Menschen auszurichten. Ich sehe nichts Dunkles mehr. Ich sehe und fühle auch das Leid nicht mehr. Ich fühle keine Enge mehr, keinen Druck, keine Dichte. Sondern ich fühle und sehe die neue Zeit. Ich sehe das Potenzial, das in den Menschen erwacht und zu erwachen beginnt. Ich sehe diamantene Lichtstrukturen in den Energiefeldern. Und das begeistert mich, weil da
damit möchte ich in Resonanz gehen. Die möchte ich entfachen. Voll schön. Und das klingt jetzt für viele, boah, ich würde es auch gern, aber wie komme ich dahin? Große Fragen. Ja, aber nicht, indem wir es mental erfassen. Ja. Also klar, erstmal muss man wissen, es gibt Lichtfühler. Mhm. Und das macht auch absolut Sinn, wenn wir uns dann nämlich mal überlegen, klar, auch in einem, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, zieht es mich manchmal in eine bestimmte Richtung. Es zieht mich zum bestimmten Obst oder zu bestimmten Menschen und dann bleibe ich stehen und bin im Gespräch. Wenn ich das dann mit den Lichtfühlern mal Revue passieren lasse, verstehe ich, was da abläuft, wie das energetisch funktioniert. Und dann kann ich meinem Leben eine komplett neue Richtung geben. Aber das kann ich nur, indem ich es erfahre. Mhm. Es geht eben nicht in der Theorie. Mhm. Aber das macht einen unglaublichen Spaß. Cool. Und es verändert so viel. Mhm. Weil dann stehst du eben morgens auf und sagst, oder heißt du brauchst diese Entscheidung gar nicht mehr treffen. Ich entscheide mich jetzt für Freude oder für Leichtigkeit oder für Kreativität. Sondern es wird zu einem Automatismus. Mhm. Toll. Aber auch für dich war es ja ein Weg. Ne? Du warst früher auch ein anderer Mensch, ich auch. Und dann gab es diese unglaublichen 9 Tage. Und begann dann erst ein Prozess, wo du sagen würdest, allmählich kamst du immer mehr in dieses Bewusstsein, wo du jetzt bist. Oder war das dann eine Eröffnung und es galt nur noch, das jetzt auch in diesem Leben umzusetzen? Wie war deine Reise so? Beides. Also, wenn man so eine extreme Nahtoderfahrung hat, passt nichts mehr, was du vorher gelebt hast. Du erkennst, dass alles, was uns hier erzählt wird, alles, was wir als Menschen glauben, in Wahrheit das Gegenteil ist. Und als ich dann zurückkam, galt es, mein Leben komplett zu shiften. Und dem anzupassen, was ich dort erlebt und erkannt hatte. Und dann konnte ich nicht mehr, ich konnte keine Angst mehr haben. Ich konnte nicht mehr leiden. Aber ich fühlte mich wie ein bunter Hund. Ich hatte keine Menschen, mit denen ich darüber reden konnte. Die haben mich alle nicht mehr verstanden. Die haben gedacht, jetzt spinnt sie. Und als ich dann anfing, das Buch zu schreiben, war das erstmal ein bisschen Selbsttherapie, um das alles aufzuarbeiten. Und dann kamen die Menschen und stellten Fragen. Und durch diese Fragen, die kamen, wurde auch mir selbst immer mehr bewusst. Also es ist ein Weg des Miteinanders. Du bist nicht sofort ein Redner. Man kann nicht sofort auf eine Bühne gehen und man macht das einfach. Sondern das sind Entwicklungsprozesse. Ich stand ganz oft an einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich durch. Also jetzt ist genug Entwicklung gewesen, jetzt reicht's. Und dann wurde mir aber ganz schnell langweilig und dann kam so der nächste innere Quantensprung. Ja. Du bist ja immer lebendig, immer offen, immer, das kriege ich auch mit, ein Forschergeist. Ja. Und es ist aber sicherlich auch eine spannende Herausforderung gewesen, da hast du ja, glaube ich, auch gesagt, dass du lange gebraucht hast, bis das Buch geschrieben wurde, die richtigen Worte zu finden. Du hast es alles erlebt, erfahren, aber wie beschreibe ich das jetzt überhaupt, oder? Es gibt für wie willst du Erfahrungen beschreiben? Kannst du es nur umschreiben, kannst du dahin deuten, aber es ist, ja. Du kannst sie beschreiben. Ja, ja. Aber du kannst sie nicht vermitteln mit Worten. Und jeder, der über diese hohen Schwingungen und kosmische, seelische Ebenen spricht, hat das gleiche Problem. Es gibt dafür keine Worte. Für die Multidimensionalität. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden. Ich höre immer wieder von den Menschen, dass ich mit sehr einfachen Worten hochkomplexe Themen beschreibe, sehr bildlich beschreibe, sodass man es eben greifen kann. Mhm. Ob es die Seele ist, ob es der Denker ist. Und dann vor allem ins Gefühl führe. Ja. Das ist in der Tat so. Und ein weiteres Bild, was mir voll gefallen hat, was du jetzt bestimmt noch mal ganz toll erklären kannst, ist dieses Glas Wasser im Wasser. Ja. Ja, das fand ich so, wie sich das dann immer weiter öffnet, diese Kugel, die immer durchlässiger wird. Wir alle sprechen davon, getrennt zu sein. Und ich habe versucht, die Seele
unsere Seele, die mit allem verbunden ist, die zu allem Zugang hat, zu beschreiben wie das Meer der unendlichen Möglichkeiten. Mhm. Und diese Seele bildet dann plötzlich einen Körper oder möchte einen Körper haben, um hier diese materiellen Welten zu erkunden. Das kann sie als Bewusstseinsfeld nicht. Sie braucht eine Art Vehikel. Mhm. Wie wenn wir tief ins Meer hinabtauchen wollen, brauchen wir ein Raumschiff, also so ein U-Boot, um dem Druck standzuhalten. Und auch wir haben hier sehr viel Druck in unserer Schwingung. Also brauchen wir auch eine Art Raumschiff. Und das Bild, was ich benutzt habe, ist ein Glas. Die Seele als grenzenloses Bewusstseinsfeld bildet nun plötzlich ein wunderschönes Glas. Und sie kann in dieses Glas hineingehen mit ihrer Aufmerksamkeit und nimmt plötzlich von innen eine Begrenzung wahr. Diese Begrenzung ist hart, aber durchsichtig. Aber sie spürt, sie kann sich plötzlich nicht mehr ausdehnen. Und hat es ja selber geschaffen, diese Begrenzung. Hat sie selbst vielleicht auch vergessen, dass es selber erschaffen hat. Und sie kann auch raus, sie kann diese Begrenzung von außen sich angucken und kann sehen, aha, ein Teil von mir ist in diesem Glas und ich bin außerhalb des Glases, wie das Wasser. Und allein das ist für die Seele schon ein Blickwinkel, eine Spielmöglichkeit, die sie in diesen Bewusstseinssphären, in denen sie existiert, in denen es das nicht gibt. So, und so ähnlich können wir das mit dem Körper für uns vorstellen. Die Seele gleitet in unseren Körper, verankert sich im Kern unserer Zellen. Also dort existiert dieses Licht, das reine Licht, das unbeeindruckt ist durch irgendwelche Erfahrungen, die wir hier machen. Und lässt aber im Körper genügend Raum, um hier in die Dualität eintauchen zu können, um Mangel zu erleben, Leid zu erleben, Kampf. Weil es für die Seele unfassbar spannend ist, einen Kampf zu führen. Ja, wo da eigentlich Kampf gar nicht nötig gegen ist, uns aber selbst. Das einfach erleben zu wollen, braucht eine Verdichtung, eine Verengung des Blickwinkels. Nur dann blicke ich wirklich eine drauf. Eine niedrige Schwingung. Ja, ja, ja. Wut ist eine ganz niedrige Schwingung. Das ist für die Seele absolut unbekannt, da sie ja nur Liebe ist. Und dann plötzlich durch diesen Körper eine Wut zu erleben und das Blut kocht und der Puls steigt und, und man möchte einen anderen schlagen. Auch das ist aus Sicht der Seele unfassbar, weil sie weiß ja, sie würde sich selbst schlagen. Aber sie will es trotzdem erleben, was nicht Liebe ist, um vielleicht noch mehr in der Liebe zu sein später. Sie möchte die Nicht-Liebe durchdringen. Ja. Sie möchte so tief wie möglich in diese Nicht-Liebe hinein. Das erklärt, warum so mutige Seelen in den absoluten Mangel gehen, in die absolute Verzweiflung und Ohnmacht, warum Missbrauch geschieht, warum schlimmstes Leid geschieht, um in diese Trennungserfahrung einzutauchen, und zwar ganz tief. Und dann aus dieser Tiefe dann einen Weg zu finden, sich an diese Liebe zu erinnern und eigentlich diese Dunkelheit zu durchlichten. Das ist so ein schönes Bild. Also selbst in der tiefsten Tiefe irgendwann diesen Funken wieder zu spüren, da ist trotzdem noch Liebe. Wow. Wie mit einem Tiefsee-U-Boot. Ja. Also wir sind Liebe, wir begeben uns in ein U-Boot und sinken an den tiefsten Punkt der Meere. Da kann kein Mensch hin. Da gibt es kaum Tiere, weil der Druck so stark ist. Aber mit diesem U-Boot können wir das. Und dann können wir haben unten Strahler. Und wir können den Meeresboden erhellen. Ja, wenn wir erkannt haben, dass wir das können. Genau, wenn wir uns von der Dunkelheit nicht mehr beeinflussen lassen und beeindrucken lassen. Ja, ja, ja. Dann fangen wir an, diese Dunkelheit zu erhellen. Mhm. Und dann können wir dort unten unser Licht deponieren. Mhm. Und wenn ich das jetzt mache und du das machst und 100 andere und vielleicht 10.000 andere und 100.000, wenn wir mit unseren U-Booten nach unten gleiten, was glaubst du, wie schnell der Meeresboden hell ist? Wow, was für ein schönes Bild. Und dann gibt es noch welche, die
die bleiben in bestimmten Ebenen stehen und halten wie Lichtnetze. Andere sinken ein bisschen tiefer, halten wieder Lichtnetze. Und so durchlichten wir die Dunkelheit. Was für ein schönes Bild. Da können wir weiterspinnen. Ja, ich habe gerade so das Bild, dass eine Seele jetzt beschließt, sie macht nicht nur so ein Glas, sondern das Glas ist dann so rau und kann gar nicht mehr nach außen blicken und verfängt sich darin und glaubt eine Weile wirklich, das bin ich, mehr ist nicht da. Und da gibt es so Bücher wie dieses, dass der Seele sagt, doch, guck mal draußen, du kannst auch von draußen dir das betrachten. Und ein weiterer Gedanke, der gerade kommt, auch im Bewusstseinsprozess ist es ja auch so. Wir sind immer wieder in gewissen Gedankenstrukturen, Glaubensmustern, die uns früher ja auch geholfen haben, zum Beispiel zu überleben. Aber irgendwann werden die Muster so fest, dass wir auch merken, boah, das ist was für eine Hülle. Aber wir brauchen erstmal von irgendwoher oder im Herzen die Ermutigung, schau raus, du bist viel mehr. Oder? Ja, es ist wieder der Verstand. Ja. Also es ist immer diese Verstandesblase, darüber haben wir uns ja, schon mal unterhalten, wir beide, die uns in dieser Illusion der Trennung hält. Mhm. Das ist der Sinn. Also die Seele hat den Verstand erschaffen, um überhaupt in diese Trennung tauchen zu können. Gäbe es den Verstand nicht, wüsste sie, dass alles Liebe ist. Sie wüsste oder wir wüssten, wir sind miteinander verbunden. Wir könnten niemals sauer aufeinander sein. Also könnten wir die Erfahrungen nicht machen. So, und dann bilden wir daraus Überzeugungen und so Kernüberzeugungen raus. Und die formen wiederum unsere eigene Realität. Alles andere nehmen wir nicht mehr wahr, blenden wir aus und leben dann in unserem selbstgeschöpften, kreativen Lebensumfeld. Kuddelmuddel. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. In unserem Wahnsinn. Ja, 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 ja. In unserem Irrsinn. Aber in dieser, was der menschliche Geist alles an Kreativität erfinden kann, sich in seltsamen Welten verlieren kann und eine Weile glaubt, das ist jetzt Realität. Ja, und wir glauben, der andere ist schuld und, und der hat uns was angetan und die sind alle böse, nur ich bin gut Mensch. Und wir verteidigen das vehement, weil wir davon überzeugt sind, wir haben recht. Irgendwann begeben wir uns dann mal auf die Suche nach einer Wahrheit und erkennen, Mensch, es gibt noch andere Blickwinkel. Und das ist, glaube ich, halt bei mir so ein bisschen ein Unterschied, weil ich einen sehr hohen Blickwinkel einnehmen konnte. Aus dem heraus ich Wirklichkeiten erkennen durfte, die wir uns erschaffen, die alles zu einer Lüge machen, was ich früher dachte. Und jetzt suche ich für mich natürlich immer weiter nach Wegen, mich immer mehr meine eigenen Begrenzungen, die noch existieren, zu sprengen und gebe das halt an Menschen weiter. Ja, toll. Und das Tolle daran ist, dass wir jetzt diesen Weg alle nicht mehr alleine gehen, sondern wirklich Hand in Hand. Wir stehen alle gleichzeitig vor den gleichen Herausforderungen, vor den gleichen Themen und gehen als Kollektiv dadurch. Und das ist für mich die Magie des Wandels. Also es geht nicht mehr um das einzelne U-Boot, das sich da in diesen Druck, in diese Dunkelheit traut, sondern zu wissen, ich bin hier nicht alleine. Und ich gehe wie ein Leuchtturm da unten mit den anderen in Kontakt und in Resonanz. Da spielen dann die Lichtfühler wieder eine Rolle. Wir verbinden uns, vernetzen uns miteinander, halten somit zusammen bestimmte Felder, verstärken die auch mit unserer Aufmerksamkeit und können somit Angst, Schwere, Neid, Drohung, was weiß ich, was alles so im Kollektiv herumschwirrt, können wir gemeinsam shiften. Wunderschön. Es ist Magie. Das ist voll schön. Was gerade geschieht. Ja, und wir alle machen das. Die jetzt zuschaut, auch da mitfühlt in diese Richtung. Ihr seid Mitschöpfer dieses Ganzen. Wir sind Transformatoren. Ja. Und alle gleich, ja, da gibt es nicht, wie wir jetzt auf der Bühne stehen, sind wir nicht besser als andere, wir reden nur ein bisschen drüber, aber tatsächlich auf den Bühnen dieser Welt begegnen wir uns auch immer wieder und erleben auch dieses tolle Miteinander, eben auch mit allen Gästen, die da im Publikum sind, da entsteht wirklich was Neues, ich habe auch das Gefühl, wow, gerade eine spannende Zeit, vorher war Christine Hansmann da, ihr seid befreundet, wir haben auch gemerkt, oh, lass uns miteinander was machen, also das Feld wird immer größer und das ist echt schön, ja. Ja, es geht raus aus diesem,
wie nennt man das, Gurutum oder da steht jemand auf der Bühne und der ist toll und den himmelt man an. Nee, es geht jetzt um Augenhöhe. Ja. Und ja. Es geht um ein Miteinander. Und da ich mich ja immer auf das Potenzial ausrichte, könnte ich weinen vor Begeisterung, mhm. was für ein Potenzial in den Menschen jetzt durchbrechen möchte, aufbrechen möchte. Mhm. Und viele, viele spüren das in sich. Die haben noch ein bisschen Angst, weil sie auch merken, wenn ich da rangehe, dann verändert das alles. Dann kann ich das Alte nicht mehr aufrecht. Ja. Und ich muss mir das schon mal kurz anschauen, wenn da was aufploppt, ist es nicht verdrängen oder so. Ja, ja, aber dazu. Das geht immer schneller, immer leichter. Okay. Mhm. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dann muss ich in meine Kraft. Mhm. Dann kann ich nicht mehr, hatte so eine schlimme Kindheit und es war alles so schlimm. Ich kann diese Entschuldigung nicht mehr vor mir herschieben, sondern dann muss ich in meine Wahrheit. Mhm. Und was ich bei dir auch so spüre, was mir auch so gefällt, es ist jetzt so, du hast diese lichtvollen, pure Liebeserfahrungen gehabt und hast sie immer noch und gleichzeitig bist du voller Lebensfreude hier auf der Erde, liebst es im Körper zu sein. Und auch das ist so eine wichtige Botschaft. Auch das wird oft ein bisschen falsch verstanden in der Spiritualität. Ich meditiere mich weg und bin heilig. Und, ne? Also das alles wertfrei darzustellen, dass das ja Teil unseres Menschheitsweges ist, im Körper zu sein, Ego und ich bin der Stärkste, das alles waren auch wichtige Erfahrungen. Das zu umarmen und zu sagen, aber ich genieße das, was ist und gleichzeitig richte ich mich auch aufs Positive. Ich habe es ein bisschen meindernd gesprochen, aber so. Weißt du, es ist leicht, wenn ich auf den Himalaya hochsteige und mich da in ein Kloster einmiete. Mhm. Oder wenn ich zwischendurch verliebt bin und alles schön. Und ja, und eigentlich raus aus diesem Alltag, aus dieser Dichte bin, dann ist es sehr leicht, spirituell zu sein. Dann ist es super leicht, alles zu lieben. Ja. Muss ich ja nicht mit in Resonanz treten. Ich habe erkannt, was für wundervolle Wesen wir sind und was uns das Leben alles bietet und was da noch gelebt und erfahren werden will. Und ich gehöre zu den Menschen, die ihren Körper und auch das Leben früher abgelehnt haben und immer flüchten wollte. Ich auch übrigens, ja. Ich habe das als Strafe gesehen, dass ich hier sein muss. Und jetzt trägt mich eine unbändige Dankbarkeit, dass ich hier sein darf. Mhm. Und ich genieße jede Sekunde. Ach, schön. Egal, was da gerade passiert. Ja, ja. Das ist vielleicht auch der Bewusstseinsweg, dass man irgendwann merkt, auch das, was ich lerne, was ich oft als hart und schwierig empfinde, wenn ich den Fokus wechsle und sage, ich darf auch das genießen, ich darf auch da neugierig sein, boah, was ist da abgefahren, was ich jetzt erleben darf. Ist wenn ich verstanden habe, warum das so ist, ja. dann gehe ich nicht mehr in Widerstand, weil dann habe ich verstanden. Und wenn ich dann auch noch fühle, wie es sich anfühlt, wenn ich mein Potenzial lebe, wenn ich meine Grenzen sprenge und was da alles möglich ist, dann ist es überhaupt kein Wunder, dass jemand wie ich das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht kriegt. Sehr schön. Und das versuche ich halt in dem Buch oder in meiner Arbeit, in meinem Wirken an die Menschen weiterzugeben. Mhm. Verstehe, warum du hier bist. Du bist ein Gottesgeschenk. Nichts an dir ist falsch. Und dann fühle, was alles möglich ist. Mhm. Und dann erlebst du die Unendlichkeit in dir. Voll schön. Ich danke dir sehr, ganz wunderbar. Ich finde so, du bist so authentisch in dieser Power. Wunderbar, weiter so. Wir werden uns wiedersehen. Danke für das Gespräch und danke für das tolle Buch. Von Herzen gerne. Danke, Thomas. Schön. Alles Liebe euch. Die Unendlichkeit ist in dir.